Herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Show. Und wo ist eigentlich der Toto jetzt vor jeder Mann? Digga, du bist da irgendwie. Ich glaube, ich bin irgendwie falsch, oder? Verdammt. Wie wär's, wenn du einfach mal hier auf die andere Seite kommst? Ja, Ich gut. hab nichts kaputt Gut, dann gemacht. hätten wir das herrlich. Ja, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Hier ein bisschen erstmal die Welt zeigen oder was? Ja, na Ein klar, bisschen zeig was mal labern, los. keine Ahnung. Hier ist eine Aussichtsplattform, die vom, naja, tut jetzt vor jedermann gebaut wurde. So sieht's auch aus. Man muss dazu Ha. sagen, hier ist einiges noch nicht fertig. Und man muss dazu sagen, die Pfeile hat Schocks gemacht, also deswegen sieht er jetzt auch so scheiße aus. Hier soll er in der Luft schweben. Ja, na klar. Egal, wollen wir erstmal zum Leuchtturm da oben? Gehen wir zum Leuchtturm. Ja, okay, dann lass durch den Wald gleich gehen. Der übrigens Ich. selber gebaut ist. Self. Do it. Do Self-made. it by self. Do Okay, it. Hallo. okay. Wo? Hä? Hallo? Hä? Wer bist denn du? Wo? Habt ihr mein Schwein gesehen? Das ist weggelaufen. Nee, Schwein? eigentlich nicht. Hast Na du dann. eins gesehen? Ich mal weitersuchen. Okay. Nein. Tschö. Okay, tschüss. Tschüss. Was war denn das für einer? Digga, Mann, was ist das für ein. Ei. Weiß auch nicht. Was laufen nicht für Leute rum, ey? Komisch. Egal, zeigen wir nochmal ganz kurz hier den Hafen. Ja, der Hafen ist jetzt nicht so was Besonderes. Ein bisschen hier gebaut, so nicht ganz so groß, wie er sein sollte. Ich weiß nicht, Nicht was in mal den Boote Truhen drin ist. drin, Ja, gar nichts drin. Den Leuchtturm können wir eigentlich auch später zeigen, oder? ja, dann können wir mal später Ich weiß nicht, zeigen. kommen wir später hin. Gehen wir mal weiter. Lass mal hier weitergehen, Ja, oder jetzt? Ich weiß ja nicht. Ja, gehen wir mal durch den Wald. ja. Gott, oh Gott, oh Ich frage Gott. mich echt, wer das war, aber Ja, ich fühle mich so ein bisschen beobachtet. Ja, der Wald ist ziemlich dicht gebaut, sodass man hier gerade noch so durchkommt. Den Leuchtturm möchten wir jetzt aber noch nicht zeigen. Er musste ansehen, wie 103 Menschen gefallen sind. Andenken an den Zweiten Bürgerkrieg. Ja, dazu kommen wir aber später. Ich würde sagen, ey, der Typ lässt mir. Nee, der geht mir nicht aus dem Kopf. Ich suche den jetzt. Ich frage jetzt, wer es war. machen wir ihn kalt, Mann. Wir Oh, machen da ihn. ist er schon wieder. Da ist er, da ist er, da Ah! ist er. Ah, lass mich in Ruhe. Wer bist du? Ich war Bleib gerade in der stehen. Nähe. Bleib stehen, bleib stehen. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Fresh Gandalf. Ich war gerade so in der Nähe. Okay. Ah, okay. Willkommen zum Let's Build Our World. Ja, wir laden ein paar kleine oder große YouTuber ein und die bauen an unserer Welt weiter. Tja, wir haben euch ein bisschen getäuscht, hatten gerade ein bisschen Bock und ich weiß nicht was. Ey, die stehen unter Naturschutz, Mann. Immer das Gleiche mit Ein dir. Schild aufhängen. Ja, Ich sehe es. So, wollen wir jetzt noch ein bisschen aber die Welt zeigen oder direkt zur Sache kommen? Also Ja, zeig mal die Welt ein bisschen. hier ist Kevins Haus, tut jetzt vor jedermann, das Ampel. Ja, super Einrichtung, sehr prächtig. Da Karte mit Kompass, you know, did you know? Ja, sehr Wow. einfallsreich eingerichtet. Okay. Ja. Hoff mich nicht. Hier wohnt jemand, der uns ein bisschen geholfen hat. The Hellcrafter, Grüße an dich. Er hat hier, ja, einiges Fettes gebaut. Aber dazu kommen wir später. Weil wir Da können ist ja mein auch erstmal machen, dass Briefkasten. Fresh Gandalf sich ein bisschen vorstellt, sagt, wer er ist und so. Und da ist mein Ja. Briefkasten. Also ich bin ja Fresh Gandalf LP, auch auf YouTube heiße ich so. Ich bin halt Let's Player, mache das Ganze schon seit knapp 7 Monaten jetzt. Also so lange. Hab da jetzt glaube ich 35 oder 36 Abonnenten. Ja. Okay. Ja, freut uns auf jeden Fall, dass du dabei bist. Ja. Freut mich dabei zu sein. Er war der Erste, der mich überzeugt hat, dass er mitmachen darf. Digga, dein Skin ist voll auf LSD. Digga, mein Skin ist auf LSD, ich bin auf LSD. Lass uns weitergehen. Ja, hier geht es lang zu meinem Haus, was schon etwas einfallsreicher ist. Gehen wir mal rein. Schaut mal, wie scheiße es aussieht, da so einfach so Bilder hingeklatscht so. Nein. Na In meinem klar. Texture Pack sind das Gardinen. Ah. Ja, Gardinen. Ja, wirst du Gardinen. dann ja in der Aufnahme sehen. Ja, aber es gibt hier einiges mehr zu sehen. Hier ist irgendwie, hier sollte eigentlich noch ein Garten hinkommen, hatte ich aber noch keine Zeit für, meine Freunde. Die Truhen sind auch noch nicht befüllt, dies, das. Hier gibt es nichts zu klauen. In den Keller oder hoch. Ich weiß ja nicht. Ist egal, lass weitermachen. Ja, okay, im Keller und so gibt es einiges noch zu sehen, aber dazu kommt Und man einen anderen Mal. jetzt bin ich. Ja, okay, dann So, und bist du dann dran. findet ihr hier unsere geile Poststelle hier. Die Geil. Postruhen. Tägliche Leerung um 15 Uhr. Buchtitel ist gleich Empfänger. Also so,
Da sind keine Man Bücher drin. Auch sind Bücher drin. So. Warum zur Hölle habe ich so viele Loren in meinem Inventar? Dann machen wir Rechtsklick. Und dann schreiben wir rein. Dann machen wir Sign und dann machen wir Shocks LP zum Beispiel jetzt. Sign and Close. Bist du Jesus? Und dann hier da. Such. Dann mach dir so. Ich will das Buch nicht haben. Dann kommt es da rein und dann wird es um 15 Uhr dahin geliefert. Immer das Gleiche. Können wir weitermachen genau jetzt? 15 Uhr an sein. So, hier ist so ein kleiner Marktplatz. Hier ist noch nicht so allzu viel gebaut, aber ein paar kleine Stände. Was gibt's denn hier zu kaufen? Crack, LSD, Speed und Koks. Also das Übliche. Natürlich. Was das hier ist, weiß ich noch nicht. Digga, so ganz. Ich glaube jetzt. Hier gibt Kuscheltiere, wie ich sehe. Ja, sieht so aus. Ich weiß nicht, wer das hier gebaut hat oder warum. Hier ein schöner Springbrunnen, was auch immer, mit einer Quelle aus dem Berg hier oben. Ihr seht, hier ist auf jeden Fall noch sehr viel Platz zum Bauen, also ihr könnt euch auch immer noch bewerben bei uns drei, bei uns zwei meine ich. Und ja, gehen wir weiter. Am besten per Let's Play Forum, da kann ich nämlich kontrollieren, wer sich wirklich gemeldet hat oder. Ja, hier unten geht's zur Schmiede, die ist irgendwann mal, keine Ahnung, einfach mal so entstanden mit einem fliegenden Amboss. Nicht wirklich safe da durchzugehen, aber wenn der sollte man aufpassen. Ja. Also, schön gebaut, finde ich auf jeden Fall. Ja. Fuck Logik, ey, geht kein Lava durch. Verstehe ich selbst noch nicht. Ja, nein, so ein. Beim Amboss. Ja, ich weiß, was du meinst. So, Leute, heute machen wir da weiter. Wir starren den Bambus weiter. Hier in der Richtung gibt es noch nicht so wirklich viel zu sehen. Eine U-Bahn sind wir auch noch am Bauen, aber die möchte ich jetzt noch nicht zeigen, weil die noch nicht mal halb fertig ist, weil da noch einiges gemacht werden muss. Nur das Grundgerüst steht, kann man so sagen. Ich habe dein Schwein gefunden. Ja? Oh. Ja, da ist dein Schwein. Ah, Grunzi, die alte Sau. Läuft immer weg, immer das Gleiche. Blöde Sau. Er tötet es natürlich. Ey. Ich hab's nicht getötet. Ich hab's gesehen. Videobeweis und so. Ich hab kein Fleisch in der Hand. War ein sanfter Klatsch auf dem Po. Ja, was gibt's noch so zu sehen? Du darfst jetzt auch mal die Führung hier ein bisschen übernehmen. Führung, ey, Chef. Wir warten auf dich. Auf mich? Wollen wir die Bergbude da oben zeigen mit dem Tempel, der drin ist? Ja, Leute, dann zeigen wir euch mal hier schön die Bergbude von unserem Hellcrafter hier. Nee. Gehen wir mal die. Fängst hier mal an, so läufst rein, so richtig Dark like Apple. Homo. Ich derbe. Dann läuft Hellcraft. Warte, kommt mal hier hoch. Dann ist Dark Apple, Hellcrafter. Kannst du dich an den Easter Egg erinnern? Lass das mal, er weiß, was damit gemeint ist. So. Okay, dann, lass weitergehen, ich weiß nicht, was gibt's hier. Lass hier weitergehen. Ja, ich soll schöne Einrichtung. Nicht du. Schöne Einrichtung. Das sieht alles scheiße aus. Nee, ich finde das ganz cool. Wo kann ich an den Braustand nicht? Doch, geht doch. So. Ich hab was gefunden. Was gefunden? Geheimer Schalter. Oh mein Gott. Interessant. Aha. Die ganzen Pornohefte. Aha. Ah. Erwischt, würde ich sagen, oder? Okay, ich würde sagen. Ich hab gefunden. Boah, weiter hoch oder? Immer hoch hinaus? Up and away. Ah ja. Ich weiß nicht, was uns hier noch erwartet, was der hier die ganze Zeit gebaut hat. Ja, bestimmt, dass seine Pornoheft-Sammlung hat er überall versteckt, ey. Deine bestehen aus Pornoheften. Okay, ja, ich bin jetzt oben angekommen, ich geh mal hier raus. Alter. Ja, wunderschöne Aussicht auf jeden Fall. I believe I can fly. Man muss dazu sagen, der ganze Berg war ja auch nicht aus Sand und das da unten auch nicht, aber ja, hier gibt's auch noch einen Tempel zu sehen, dem zeigen wir am besten das nächste Mal, weil da sind einige Fallen und so weiter versteckt. Kommt hier an den Strand, wir singen das Lagerfeuerlied. Okay, warte. Okay. Ja, wir singen das Lagerfeuerlied. Man muss sagen, der Strand ist auch noch nicht fertig. Muss ich auch noch einiges machen. LAGEFEUR Lagerfeuerlied. Sei ruhig. Halt's Maul. Ja, wollen wir jetzt eigentlich mal anfangen?
Ja, okay, dann kannst du uns ja mal zeigen, wo du bauen willst. Er hat sich schon davor ein bisschen umgeschaut und... Genau, und das zeig uns ist mal da hinten irgendwo. Leider gerade ein wenig dunkel, aber... Ja, das können wir mal kurz ändern, so. Cheetah, oh mein Gott. Okay, boah. Fliegen wir mal dem Jesus nach. Und vielleicht hört ihr es ja, ich habe eine bisschen verschnupfte Nase, also dafür entschuldige ich mich ein bisschen. Ja, ich bin endlich wieder gesund. Jetzt, so, er wird gesund und ich werde krank. Okay, sehr schöner Platz und du könntest ja mal sagen, was du hier bauen möchtest. Ja, ich hätte geplant hier oben, also hier oben so, ne, so einen Turm so drauf zu setzen, so, ne? Ja, so und so, ne, so, so, so. Dass man eventuell dann von hier unten dann rein kann. Okay. Der Säule aus dann da rein. Also, dass der mit dem Grasding verbaut ist, oder wie? Also mit dem Berg quasi verbaut. Meinst du so zwischendurch so, so... Genau. Ich entferne gerade mal die ganzen Loren hier aus meinem Inventar. Lore, Lore, Lore. Lore, Lore. Und jetzt zeigst du uns mal, mit welchen Steinen du bauen willst und da können wir ja gleich mal anfangen. Das wird ja interessant. Aus welchem Material baut man sowas denn ab? Ja, da gibt's einiges. Man könnte es auch einfach aus Dreck bauen, aber dafür sind wir nicht hier. Ich muss sagen... Ich wäre ja an sich so erstmal für Cobblestone. Ich muss sagen, die Landschaft da hinten sieht echt geil aus. Das Tal. Cobblestone, Stone Bricks könnten wir nehmen. Cracked Stone. Cracked Stone. also Cobblestone und später vielleicht noch ein bisschen Holz und oder so reinbringen. Ich weiß ja nicht, damit es halt nicht so eintönig aussieht. Eben so innen drin oder irgendwie so. Ton. Der Kürbis. Oben was? Auch. Ebene bringen. Eine Ebene, okay. Okay, also welche, auf welche Ebene willst du? 13. Machen wir die hier? Also bis hier. Huch. Okay. Dann hauen wir jetzt erstmal runter und ja. Ja, fangen wir mal an, Digga. Fangen wir an. Wie heißt du denn? Wie gesagt, schon für Skanderfeld-P und im echten Leben Timo. Okay, Timo. Wie alt bist du? Was machst du? Ich bin 16 Jahre alt und ich existiere. Hauptberuflich. Oh mein Gott. Wow, Traumberuf. Also, wollte ich unbedingt mal ausüben. Ich weiß nicht, was braucht man da eigentlich für einen Abschluss so? Vielleicht könnte ich mir weiterhelfen. In Waldorf-Abschluss mit mindestens 4,0. Okay, das ist, denke ich mal, schaffbar. Also für alle, die den, sich für die Existenz bewerben möchten, wissen dann Bescheid. Verdammt, ey. Scheiße, man ist alles schon auf LSD-Trip, Mann. Ich hab euch alles untergejubelt, Mann. Ey, alle Haut so, so drauf. So können wir es lassen. Ja. Ja, nee, der Teil muss auch noch weg. Sieht wunderschön aus hier. Ja. Ja, na klar. Warte, ich helfe dir bei deinem Turm, ja? Warte. Gleich habe ich ihn fertig. Ja, merke ich schon. So. Ein Block hoch, ein Block tief. So, guck, dein Turm ist fertig. Ich kann das auch. Yeah. So, Leute, bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss. Okay, mal hier weiter weghauen, den Müll. Oh, wir haben Kohle. Kohle. Brauchen wir aber nicht. Wir haben kreative Kohle. Er braucht aber schon. Wenn er im Game-Mode ist. Ja. Ja, na, das ja, aber. Was zahlst du uns eigentlich für die Stunde, die wir hier jetzt hängen? Also pro Stunde. Darüber wollten wir doch nicht reden, Mann. Jetzt. Okay, das regeln wir dann später. Ja. Ja, später gehen wir dann mal so. Kannst du die Überweisung machen, so. Eben. Überweis es einfach auf unser Google-Konto, mit dem wir so viel YouTube-Money verdienen. YouTube-Money, YouTube-Partner und so. Ja, YouTube-Money. Money-Train, ey. Hammer. Ja, aha. Also für Leute, die das Gelaber hier gerade echt ernst nehmen, naja. Bitte geht euch erhängen. Für die ist Spaß. Sowieso schon alles zu spät. Ja, ist ehrlich so. Also, ich würde nicht. Zu spät? Wenn ich die Gelegenheit hätte, mit YouTube Schwarz Geld zu verdienen, würde ich es auch nicht machen, weil YouTube immer noch für mich ein Hobby ist und dann. Was soll ich da Geld verdienen? Ich meine. Nebenverdient. Ja, nee, aber. Gut, aber.
Nee, da bleibt YouTube lieber für mich ein Hobby, bin ich nicht darauf angewiesen, Videos zu bringen. Das finde ich dann doch ein bisschen besser. Obwohl, wenn man Geld damit verdienen kann, ohne darauf angewiesen zu sein, ist es ja auch nicht. Ja, natürlich, das ist dann auch nicht schlecht, aber wie gesagt, ich bleib halt dabei. Was hast du denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, Du 6. bist eins zu fail. Ja. Nein. Ich wollte es gerade sagen. So. Jetzt musst du erst hier machen. So und so. Müsste jetzt richtig sein. Ja, er ist richtig. Es wird ziemlich schnell dunkel hier. Ich mach mal die ganze Zeit Tag, dann sieht man halt immer besser was und so. So, und jetzt einfach runterbuddeln, ne? Also er geht gerade in die Höhe. Erstmal ein bisschen nö. Ja, ich buddel mich schon mal runter. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch du willst. Machen wir einfach 50 Blöcke und dann. Ja, nach Gefühl. Ja, machen wir einfach nach Gefühl. Hoch genug aussieht, wie dieses hoch. Das war zu hoch, glaube ich. Wo grab ich mich denn da gerade runter? Könnte glatt ein Magierturm werden. Habe ich ja damals auch mal gebaut. Ich weiß nicht, ob das noch einige wissen, die schon ziemlich lange meine Abonnenten sind und mir auf Facebook damals gefolgt sind. Übrigens, Facebook sind wir auch alle, glaube ich. Also ich auf jeden Fall mit drei Seiten oder so. Ja. Mit unglaublichen Null. Oho. Und da habe ich halt auch einen Magierturm gebaut. War eigentlich auch ganz cool auf meinen alten Server. Erstmal schöne Grüße an die Leute von damals. Ich vermisse euch nicht. Ihr könnt gerne mal wieder vorbeischauen. Nicht. So, bauen wir hier mal ein bisschen in die Tiefe. Ja, worüber könnten wir sprechen? Naja, überlege ich auch gerade so. So ein paar Themen irgendwie so. Glaubt ihr eigentlich an abergläubische Sachen oder Geister, Geister oder ähnliches? so, oder? Geister, Ja, sowas ähnliches. Glaubt ihr an sowas? na Jetzt mal klar. ernst bleiben. Wenn nicht. Ich glaube auch an den Weltuntergang, also. Ernsthaft? Nein. Ja, bleib jetzt mal beim ernsten Thema. Glaubst du an sowas oder Nö. ja, nach was richtest du dich da so? Wissenschaftlich oder ja, einfach dieses, es gibt's einfach nicht und gut ist. Ich glaube daran, was man mir beweisen kann. Ja, denke ich mir auch, da bleibe ich auch so auf der sicheren Seite, denke ich mal, ja, Wenn doch. es mir wirklich mit Fakten bewiesen werden kann, dann glaube ich das auch. Also sonst. Also wenn ich das selber erlebe, dann weiß ich Bescheid, aber so Ja. nicht wirklich. Ich glaube auch nicht an dieses Weltuntergang-Gelaber, weil Die hatten gut, einfach keinen Bock mehr, den Kalender weiterzumachen. ja gut, der Maya-Kalender hört halt auf, aber das bedeutet doch nicht gleich, dass die Welt einfach untergeht. Ich meine, Der so eine Sinn. eigene Theorie, der wollte den Kalender gerade weiterführen, da kam Spanier von hinten und hat ihn umgebracht. Das ist echt so. Kam halt nicht mehr dazu, weiterzumachen. Ja, ihm ist halt was dazwischen kommen. Und der Ring hat immer noch nicht aufgehört, Kevin. Ich muss aber aufhören, weil der Homo Kümmer riecht. dich mal drum. Ja, nur weil ich Optifine Rules habe. Warum machst du wieder an? Vielleicht du Warum machst die machst du ganze Zeit. aus? Ich mach auf und du machst an. Spanier, das war jetzt das erste Mal. Nein, da steht doch schon zweimal. Nee, 0 Jetzt. hat angemacht. Digga, du machst, hast schon wieder an. Ich mach aus und du Nee, machst Digga, an. ich hab nicht Na angemacht. Ich hab klar, ich nicht hab angemacht. Videobeweis da, guck. Ich hab auch Videobeweis. Ich hab gar keinen Beweis, so. Toggling down fall off forward, hab ich gemacht. Dann 0. Toggling down fall on. Und dann habe ich wieder auf und dann kommt Fresh Gandalf on. Fresh, wann, ab wann, du nimmst ja auch mit Fraps auf, ne? Nee. Jetzt gerade. Nein? Warum das? Was auf meinem Kanal gerade läuft, da. Vielleicht mal, wann ich Ach das so. raushauen sollte. Ach so. Also nimmst du mit Dick Story auf. Totenstille. Allen Zirpen. Zirp, zirp. Grill, Grill. Moment, hä? Okay, jetzt darf mal wer anders ein Thema raushauen, Thema vorschlagen. Pokémon. Ey. Ich habe Waren gerade ein Thema, begeistert. aber es habt ihr mich voll rausgebracht. Welches denn? Ja. Welches denn? Ha. Ihr habt mich rausgebracht, was mir nicht leid. Super, du bist gut vorbereitet. Sollte man immer sein. Wir sind so weit vorbereitet, dass wir vorbereitet sind, dass wir vorbereitet sind. Was haltet ihr von RTL? Hartz IV TV. Also, ich meine, manche Sendungen kann man sich da, denke ich mal, auch mal Ja. einmal im Jahr angucken, aber was Wenn da man mal irgendwie manchmal krank so im Bett liegt. passiert, ja, Dann wird es noch dann ist kränker. man sowieso Ja, verloren. dann hat man sowieso nichts Besseres zu tun.
So ist es, aber so wirklich die ganze Zeit da rumhängen und angucken könnte ich nicht. Also da wird, was da manchmal an Scheiße an Sendungen produziert wird, das, ja. Schon krank. Echt schon. Reicht die Höhe? Ich guck mal von unten, wie das so aussehen wird. Auch gerade am Überlegen, eigentlich. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Willst du eigentlich auch irgendwas mit Lava und sowas reinbringen oder? Hinterher noch gucken. Über. Okay. Okay, dann gehen wir mal in die Tiefe. Oh, Ui. das war zu tief. Wo sinkt? Ganz schön. Muss ja, glaube ich, wieder hochbauen. Wir könnten ja den Berg dann noch so ein bisschen terraformmäßig erweitern, so um den Turm rum. Alles mit Bäumen auch zuwachsen lassen und hast nicht gesehen, weiß ja nicht. Sieht bestimmt ziemlich cool aus. Alle hauen sich da. Ich glaube, eine Schicht machen wir noch weg, also die hier. Und dann machen wir mal Turm runter, weil dann ist das so ein bisschen im Terra drin. Oh, jetzt habe ich noch mehr Schichten. So, machen wir hier die Schicht noch weg und dann Thema. Auch mal eine gute Frage ist, was für andere YouTuber schaut ihr eigentlich? Oder findet ihr überhaupt die Zeit dafür? Ja, die Zeit finde ich schon dafür. Also ich schaue, wenn hauptsächlich Bioshock von Gronkh und von Pete Smith jetzt Far Cry 3, weil das Game ist einfach nur hammergeil. Hammer. Geil. Ich muss dir mal die Grafik geben. Vor allem den seine Grafik hatte, ist zu gut für DirectX, weil DirectX unterstützt irgendwie seine Grafikkarte nicht. Und sonst könnte er die Grafik noch höher stellen. Okay. Das ist voll crazy. Und du, Fresh? Also, wenn ich mal Zeit habe, was zu gucken, dann eigentlich variabel. Abo-Box durch. Worauf du einfach so Bock hast, oder wie? Glaube ich, irgendwie meine Abo-Box sind irgendwie 100 Leute oder irgendwie so. Aber wenn ich immer irgend so ein Video stoße, es gefällt mir abonnieren. Okay. Dann genug Videos bei rum, die man dann. Also ich muss sagen, bevor ich selber angefangen habe, Videos für YouTube zu machen, hatte ich natürlich viel mehr Zeit zu gucken und alles Mögliche. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwerer, so wenn man nebenbei halt noch Schule laufen Ja. hat und dann noch Videos bringen muss und dies und das, sich dann irgendwie dahinzusetzen und ein paar YouTuber zu verfolgen, ein bisschen angucken. Natürlich nehme ich mir auch manchmal die Zeit, gucke da so meine bestimmten YouTuber. Ich muss sagen, ich gucke öfters Ellotrix. Denn Gronkh gucke ich auch. Wen, ich weiß gar nicht, wen ich alles so verfolge. Gibt es auf jeden Fall einige, die ganz cool sind, wo man gucken kann. geht mir auch so, wenn ich nicht gerade von YouTube aber die Zeitung guck mal. Ja. Jetzt geht's, glaube ich, in die Gerade, ne? Kommt die Gerade rein, Gerade. Gerade Ratte, share. I share, I share. Lalala. Komm. Okay. Jetzt müssen wir hier noch zumachen. Ich glaube, hier dann wieder schräg, oder? Nein, warte. Nein, da geht's noch, warte, wie viele Nee, haben wir da ja, breit? oder? Drei, ne? Sechs Stück. Sind das Vier? Ja, es gibt sechs Stück. Oh, das sind das Sechs vier. Stück Ja, breit. noch Also, gerade. warte, ich Drei krabbel Stück einfach noch. zu euch runter. Bis hierhin. Also hoch. Dann. Da ist wieder schräg. Okay, jetzt schräg übers Wasser. Also wollen wir es ganz runterziehen im Wasser oder wie? Sprich, dass wir immer da anfangen, wo halt der nächste Block Ja. ist. Ich muss jetzt hier mal runterbauen. So. Wie viel müssen wir schräg? Warte mal, ich glaube, Moment. passt das? Ich weiß nicht. Komm mal kurz runter. Eins, Hier fängt es wieder zwei.